dem lang versprochenen Video. Ich spreche in so vielen Videos von diesem Orphanage, von diesem Waisenhaus und habe euch eigentlich noch nie was geliefert darüber, außer letztens bei dem Streetview, da sind wir da angekommen. Nun, ich möchte euch erklären, wie sind wir eigentlich zu diesem Waisenhaus gekommen. Es ist so ein Bekannter, möchte ich mal sagen, der hat mit mir, wir haben uns gegenseitig die Sprachen gelehrt. Er will Deutsch lernen, ich will Swahili lernen und da haben wir so ein bisschen uns gegenseitig was beigebracht. Und irgendwann fängt er eben an davon, er ist arbeitslos, er hat früher gut Geld verdient und hat damit ein, Orphanage, das irgendwie von entfernten Verwandten, also wie die genau da zusammen sind, weiß ich nicht, von einer entfernten Verwandten, die hat eben ein Waisenhaus gegründet und er hat das mit seinem Geld unterstützt. Nebenbei gibt es auch immer wieder mal so Hilfsprogramme oder Leute, die vorbeikommen und sagen, oh, Waisenhaus, ja, da spende ich was oder ich helfe euch. Ja, und das wird er dann einmal gemacht und dann sind die Leute für immer verschwunden, ist ja auch okay. Und jetzt, wo er arbeitslos ist, kann er halt das Haus nicht mehr unterstützen und das Haus hat Riesenprobleme. Gut, was ist an diesem Waisenhaus anders als an den 1000 anderen Waisenhäusern, die man im Internet findet? Anders ist zum einen, die kriegen keine staatliche Unterstützung. Das sind zwar eingetragen offiziell. Der Grund dafür ist, dass die Leute nicht, oder dass diese Besitzerin dieses Waisenhauses, eine Oma, eine Bibi, die nimmt nicht nur Vollwaisen, sondern eben auch Halbwaisen auf. Das ist einfach, dann wird es nicht mehr gefördert, weil Halbwaisen heißt, die sollen sich selbst darum kümmern, die halben Eltern da, vom Staat aus. Und das nächste ist, die haben nehmen sehr viele Kinder auf, auch mit Krankheiten, also AIDS-Kinder waren bisher sehr viele da, wo zum Beispiel die Eltern beide AIDS hatten und dann ein Kind gekriegt haben und dann eben das Kind mit AIDS geboren ist, dann wird das Kind dort auch aufgenommen. Also im Prinzip nehmen sie jeden Hilfsbedürftigen auf, der unter 18 ist, wenn man es genau nimmt. Und das finde ich ist schon mal ganz anders und das ist auch irgendwie förderungsfähig oder förderungswürdig, glaube ich. Ja, manchmal muss ich aber die Wörter suchen. Ja, das Waisenhaus wurde 2018 gegründet von dieser Bibi, die Bibi selber. Ihr werdet die später auch noch sehen. Die hat Diabetes, ziemlich stark ausgeprägt, hat Herzprobleme, hat noch ein paar andere Probleme und wird laut Arzt, ich war mit ihr beim Arzt, und wird laut Arzt auch nicht mehr allzu lange leben können. Und die hat natürlich jetzt Sorgen, was passiert mit diesem Waisenhaus, wenn es soweit ist. Und ja, ich will euch mal als ich das erste Mal da ankam, meine ersten Eindrücke schildern. Das allererste, was mir aufgefallen ist, war diese wahnsinnig viele Wäsche, die da rumhängt. Und ich bin mittlerweile ja öfters da gewesen. Und diese Wäsche hängt fast immer da rum zum Trocknen. Aber schaut euch mal ganz kurz an, wie mein erster Eindruck war. Ich lasse mal den Originalton drin. Ja, so ein Orphanage macht natürlich auch sehr viel Wäsche. Und diese Wäsche, die muss auch irgendwie gewaschen oder, wie man hier sieht, getrocknet werden. Und das passiert hier ganz einfach in einer Wiese, die man zwar auch zum Spielen hernehmen könnte, wenn sie mal frei ist, aber ich war jetzt dreimal hier und ich habe es noch nicht frei gesehen. Und das ist hier einfach die Menschen, die das auch hier machen, die da waschen, sind hier mit drauf. Ja. Das Waisenhaus heißt, wie ihr es auf dem Bild seht, E. Venerate Orphanage. E steht für Evelyn, das ist der Vorname der Besitzerin. Und Venerate, ja, logischerweise der Nachname. Und Venerate selber heißt verehren. Ja.
Und ja, Orphanage ist ein Waisenhaus. Ich glaube, das weiß jeder mittlerweile. Ja, ihr seht hier das Haus, den Eingang. Das ist bis zu diesem Zeitpunkt noch das Lager gewesen, wo halt Matratzen drin lagern, Essen drin lagert und alles, was so gebraucht wird. Allerdings war dieses Lager immer ziemlich leer, als wir ankamen. Mittlerweile gab es eine französische Delegation, die auch wieder einmal Hilfe geleistet hat, aber nur in ihrem Sinne. Die haben gesagt, da muss ein Office gebaut werden. Das ist absoluter Blödsinn. Ja, das brauchen die nicht. Jetzt haben die ein Office gebaut und das nehmen sie jetzt als Lager her. Und aus diesem Raum werden sie wahrscheinlich wieder was für die Kinder machen. Auf der rechten Seite von dieser Türe, die da offen ist, das ist der Staffraum. Das heißt, da schläft der Lehrer und auch die Köchin. Ja, ihr seht das alles schön bunt bemalt. Also, die haben auch eine kleine Babyschool mit drin, das heißt, die machen sie selber, deshalb sage ich Lehrer. Den stelle ich euch später dann auch noch vor. An dem Bild seht ihr den Eingang der Küche auf der rechten Seite, wo die ganzen Leute rumstehen. Das sind alles oder fast alles freiwillige Helfer. Und die linke Seite von dem grünen Haus, das ist der Eingang zur Schule oder auch zum Spielzimmer. Das ist halt beides das Gleiche. Ja, schaut euch mal am Boden an, die Haufen Schuhe, die da rumstehen. Es ist hier normal, dass die Kinder die Schuhe ausziehen, bevor sie den Raum betreten. Das ist hier überhaupt immer normal. Das Haus selber, wo die Kinder schlafen, ist zweistöckig. Unten schlafen die Jungs und oben schlafen die Mädchen. Das ist noch getrennt. Und im Haus, also das ist jetzt hier von den Jungs die Bilder, da sieht er halt, wie die mit den Betten aufgestellt sind. Ja, also wenn Schüler, die sind zum Teil in sogenannten Boarding Schools, das heißt, die gehen in eine Schule und schlafen dort auch. Insgesamt sind es über 68 Schüler, 68 Kinder, die dann dort schlafen müssen für kurze Zeit. Es werden dann natürlich noch Matratzen einfach am Boden gelegt. Aber ja, sie haben halt irgendwo ein Dach über dem Kopf. Das passt dann schon. Ja, und diese Schränke, die ihr da seht, mit den Haufen Kleidungsstücken, das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass hier einer seine Haufen Kleidung hat, sondern diese Kleidung ist für alle Kinder. Ja, heute trägt es der, nach dem Waschen nächste Woche trägt es der andere. Also das ist einfach, was halt gerade passt, wird angezogen bei den Kindern. Man ist hier nicht so genau. Links, wenn ihr mal schaut, eins ist aber sicher, das habe ich euch schon mal erzählt, in Tansania wichtig ist, dass überall ein Fernsehgerät gibt. Ist sicherlich auch mal gespendet worden, aber ein Fernsehgerät ist tatsächlich da drin und auch funktionsfähig und auch angeschlossen an eine Satellitenschüssel. Gut, aber nur freie Programme, keine Pay-TV oder sowas dabei. Was haben wir noch in dem Haus? Eine Küche, wie ihr hier seht, das ist eine Küche, die mit Holz beheizt wird. Ihr seht ja gerade den großen Topf, da wird Makande gemacht, das sind Mais mit Bohnen und das wird den Kindern eigentlich die meiste Zeit kredenzt, das heißt, wie im Gefängnis, da gibt es auch immer nur Bohnen und hier gibt es halt Makande Mais mit Bohnen, das ist sehr sättigend, aber halt jeden Tag, fast jeden Tag das Gleiche. Ja, sowas wie Fleisch, das ist halt alles zu teuer und die haben nicht mehr viel. Wir haben auch den alten Spielplatz. Natürlich kann man auf diese Schaukel nicht mehr schaukeln, die würde umfallen. Außerdem, zum Teil sind die Ketten so verrostet, dass sie reißen würden. Auch diese Wippe, die ihr hier seht, könnt ihr vergessen. Da ist eine Rutsche noch drin gewesen, die, glaube ich, habe ich gar nicht aufgenommen, weil das zu gefährlich ist. Und ihr seht auch zwischen den ganzen Abfall, da schaukelt jetzt ein Kind. Allerdings, wenn der wirklich schaukeln würde, also fest, dann würde das ganze Gestell umfallen. Dazu muss ich aber sagen, hat sich ein Schweizer, danke Josef, ein Schweizer bereit erklärt, diesen Spielplatz zu erneuern. Und wir sind auch gerade dabei. Es wird ein Sandkasten gemacht. Das kennen die hier noch gar nicht. Ja, und das teuerste am Sandkasten ist der Sand, wenn Sie glauben. Und es wird halt eine neue Schaukel hingestellt. Und mit der Rutsche ist wahrscheinlich kein Platz mehr dann. Schauen wir mal, wie es geht. Gut. Dann kommen wir noch zum Personal. Was ihr hier seht, ist die Gründerin, also das ist die Bibi Evelyn.
Die hat das Ganze gemacht, also diese sehr kranke Frau. Ihr seht, die schläft auch da immer wieder ein. Die hat auch tausende von Medikamenten, was sie da kriegt. Und auch bei dem, also auch hier ist es so weit, dass sie für ihre Medikamente in der Kirche für sich sammeln lässt, weil sie sonst nicht mal die Medikamente mehr leisten könnte. Die Frau hatte immer viel Geld, aber das Geld steckt eben jetzt alles im Waisenhaus. Was ihr geblieben ist, das ist eben das Grundstück, das Waisenhaus und ihr eigenes Haus gegenüber, wo sie noch drin wohnt. Das ist kein kleines Haus. Ihr Mann ist ein Pastor, also ein lutheranischer Pastor, sagt man das so? Ja, was ist am Personal noch da? Am Personal ist der Emanuel, der Emma. Das ist hier der junge, grinsende Mann. Ein ganz lieber Mensch. Er ist der Lehrer, der Erzieher, die Aufsicht. Der ist Tag und Nacht da. Der ist wirklich 365 Tage, 24 Stunden da. Kann keinen Urlaub machen. Ja, und kriegt seit 5 Monaten auch kein Geld mehr. Das nächste, was ihr seht, ist die Tochter. Die Tochter von der Gründerin, von der Evelyn, das ist die Chef, also die Köchin. Und die kocht halt dreimal am Tag das Essen da drin und hat dadurch auch keine Möglichkeit, noch irgendeinen anderen Job zu machen. Natürlich kriegt sie auch normalerweise Gehalt, aber auch sie hat seit 5 Monaten nichts mehr gesehen. Was sie halt haben, sie verhungern nicht, sie haben das Essen da drin, sie können mitessen. Und wie gesagt, ja, Markante, fast jeden Tag. Gut, dann haben wir noch ein paar Probleme, die wir in dem Waisenhaus gesehen haben. Das eine ist die Wasserversorgung. Es gibt oder es gab in diesem Waisenhaus, es ist mittlerweile sehr viel schon passiert, das werde ich euch gleich erzählen, es gab keine Wasserversorgung. Die waren vom Wasser abgeschnitten, kein Stadtwasser, kein Communitywasser, kein gar nichts. Die sind wirklich mit den Eimern runter, Kinder wie Erwachsene, und haben täglich eimerweise Wasser aus dem Fluss geholt. Dieses Wasser dann durch eine Filteranlage geschickt, um es für die Kinder zum Trinken zu geben. Die Filter selber, tja, es wäre das Wasser wahrscheinlich aus dem Fluss sauberer gewesen als durch diese Filter. Es war schwarz, voller, es waren Pilze im Schlauch und Pilze im Filter. Diese Filter wurden vor drei Jahren gewechselt, weil kein Geld dazu da war und die das auch nicht wussten, dass das gemacht werden muss. Gut, aber da kommen wir jetzt dann später noch dazu und ja, schauen wir gleich mal. Wir sind heute in einem Orphanage, einem Waisenhaus. Wie ich dazu gekommen bin, dass ich das gefunden habe, das ist eine eigene Geschichte, die werde ich euch noch erzählen. Und ja, ich habe das gesehen, ich habe mit der Leiterin hier gesprochen, die das Ganze ja mehr oder weniger ehrenamtlich macht. Da kommt nicht viel rüber. Staatliche Zuschüsse gibt es nicht, sie lebt von Spenden hier. Und ich habe gesagt, wir schauen uns das mal ein bisschen an und ich stelle euch mal so ein paar Kinder vor und vielleicht ist das ja was. Gehen wir da mal rein, schauen wir mal, was passiert. Bobby! Asante! Wo ist er denn? Hoa! Hallo! Das sind schon die ersten da. Hey! Super! Oh, Pulli! Upsa! Okay. Asante! Asante! Today we make a video and I want to show. Was man dem Waisenhaus nicht nachsagen kann, ist, dass die Kinder da drin hungern müssen. Ich habe euch schon mal gesagt, in Afrika hungern keine Kinder. Ihr seht ja die Kinder, die brav anstehen bei der Essensausgabe. Die können da brav anstehen, weil die nicht gerade vor Hunger triefen.
Aber das ist jetzt abends und abends wird, das ist in Afrika so allgemein, richtig reingefuttert. Und wenn er jetzt die Portionen anschaut und schaut euch mal die Kindergröße an zu den Tellern, wenn ihr glaubt, das ist ein Teller für mehrere Kinder, habt ihr euch getäuscht. Das ist ein Teller für ein Kind jeweils. Das heißt, die essen das auch. Das ist am Schluss aufgegessen. Das ist mehr, als ich essen könnte. Vor allem nicht von Makande. Makande ist, wie gesagt, sehr sättigend. Und ja, ihr seht ja selber, ja, wie die Kinder hier, jeder hat diesen Riesenteller und wie die Kinder hier das da reinziehen. Ja, und manche holen sich sogar noch einen Nachschlag. Also das ist schon irgendwo der Hammer. Ja, Essen ist wichtig, die Kinder verhungern da drin nicht. Wobei, wie gesagt, das können sie jetzt wieder machen. Vorher mussten die Kinder tatsächlich schon ein bisschen zurückfahren, weil eben ja, die Vorräte zu Neige waren, weil nichts mehr da war. Und warum da jetzt was da ist, das erkläre ich euch gleich im nächsten Video. Durch meine Videokanäle habe ich Kontakt von zwei Damen gefunden oder die mich gefunden, wie auch immer. Wir haben uns auch mal getroffen und dann haben die mir halt erzählt, dass sie einen Verein haben, der eben hier Hilfe leistet, aber da halt, wo es nötig ist. Wir haben uns dann allgemein über Hilfen unterhalten. Und ich habe ihnen dann von diesem Waisenhaus erzählt, das wollten sie dann besuchen. Ihr seht jetzt auf dem Bild die zwei Damen zusammen mit mir und der Bibi. Und die waren wirklich hin und weg und haben sofort gesagt, Mensch, da können wir was machen, da können wir helfen. Und ja, das war in dem Fall ganz gut, weil ich habe die Kohle nicht, ich hätte euch wieder anbetteln müssen. Und in dem Fall, ich hätte es auch getan, aber in dem Fall haben wir die zwei Damen, die zwei Mädels, also wirklich, ja, nicht mir, sondern eigentlich dem Waisenhaus den Arsch gerettet. Entschuldigung, wenn ich so sage. Ich werde euch auch den Link zu den Internetseiten von Sansaitos, so heißt der Verein, werde ich euch verlinken. Natürlich könnt ihr gerne spenden, die brauchen Spenden. Ja, die müssen ja auch irgendwie das finanzieren können. Was mir aber sehr gut gefällt an Sansaitos ist, dass die nicht einfach so, hauen wir es raus, die Kohle und gut ist. Die haben keinen großen Eigenbedarf, dass die sagen, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie wie die Weltmeister für uns abziehen, sondern die versuchen wirklich, so viel Geld wie möglich da reinzustecken und zwar sinnvoll. Die suchen auch Leute vor Ort, in dem Fall haben sie jetzt mich gefunden, die suchen Leute vor Ort, wo sie sagen, denen können wir vertrauen. Da wird auch das und das so passieren und es wird nicht umsonst oder übertrieben Hilfe geleistet. Und hier machen wir es eben genauso. Es macht keinen Sinn, dort permanent alles ja, denen auf ein Butterbrot zu schmieren, sondern eben da, wo es wirklich gebraucht wird, da, wo die keine Hilfe haben. Es wird abgecheckt. Gibt es staatliche Hilfen? Die werden natürlich bevorzugt. Können eigene Leute helfen? Zum Beispiel gibt es sehr viele Helfer, Einheimische, die keinen Cent kriegen. Die aber auch damit, die sagen, wir machen das ehrenamtlich, wir sind einverstanden damit. Ja, und solche Sachen werden alle berücksichtigt, mit reingeliefert und es wird nicht einfach gesagt, so, jetzt hauen wir da fünf Leute, die zahlen mal. Und das finde ich sehr schön, wie die das machen und ich muss sagen, ich bin ja einer, der immer gegen diese Hilfsorganisationen ist, gegen diese Vereine, die sich selbst eigentlich, also NGOs, die sich selbst irgendwo bereichern. Und das ist eben bei denen tatsächlich nicht der Fall. Also ich habe es jetzt erlebt, ich habe es gesehen, wie sie sich da kümmern, wie wir auch in Kontakt stehen, die immer wieder nachhaken und sagen, hey, ja, die auch nicht locker lassen, wenn sie was wissen müssen wollen. Und ich bin dort wirklich sehr begeistert. Also der Link ist, wie gesagt, in der Beschreibung. Auch am Schluss wird das Spendenkonto von Sansaitos werde ich angeben und ein paar Infos dazu. Also ja, bitte schaut euch das am Schluss an und auch zwischendrin, wenn ich kann, blende ich es ein. Ja, vielleicht bei den Umblendungen schadet ja nichts. Oder vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, vielleicht habe ich es auch vorher schon gemacht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, also nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt.
Das sind wirklich Kinder, die es brauchen können. Und die Leute, die das machen, sind ganz, ganz liebe Menschen. Bis auf einer, aber das macht nichts, den haben wir ausgebootet. Okay. Weiter. Das erste Projekt mit Sanseitos haben wir bereits gestartet, weil es eben so eilig war. Ja, die Kinder brauchen Hygiene, die Kinder brauchen was zu trinken, die brauchen Trinkwasser und das hatten wir eben nicht. Ja, und das kann nicht sein, dass die Leute da permanent zum Fluss laufen müssen. Ich verstehe es, ja, in einem Dorf mitten im Busch. Aber hier sind wir in der Stadt oder im Stadtbereich, Stadtrand. Das sollte schon anders funktionieren. So, und wir haben deshalb, einmal haben wir gesehen, da ist ein kleiner Tank vorhanden. Es sind in Spitzenzeiten über 70 Menschen, 70 Kinder da drin. Da muss mehr Wasser her. Und darum haben wir einen Tank, wie ihr hier seht, mit 5000 Liter installiert. Und das nächste Bild hier, da seht ihr dieser Trinkwassertank. Ja, da haben sie eben das Flusswasser oben reingeschüttet, haben dann das Ganze über einen Filter in diese untere Tonne laufen lassen, also über diese, ich weiß gar nicht, ob wir da später noch Bilder haben, über diesen schwarzen Filter, der eigentlich weiß sein sollte. Und dann können die Kinder das trinken. Dass die dann mehr krank geworden sind vorher als jetzt, das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Leider ist die medizinische Versorgung dort auch noch nicht so gegeben. Ich bin in Verhandlung mit einem Arzt, der dort vielleicht alle 14 Tage mal vorbeikommt, aber auch das muss ja erstmal finanziell geklärt werden. Ja, dann seht ihr hier nochmal, wie eng das ist, also wo diese Tanks installiert worden sind. Ich komme mit meiner Wampe da gerade noch so durch. Und da sind die immer raufgeklettert mit ihren Eimern und haben das vorher gefüllt, als die alte Tonne noch stand. Die war aber so verschmutzt, dass man sie nicht mehr nehmen kann. Ja, bei dem Bild seht ihr jetzt nochmal diesen Trinkwassertank, wie es vorher war. Und da seht ihr auch die Filter auf der rechten Seite über der unteren Tonne. Und ich glaube, man kann das auch erkennen, sogar von außen, dass die Schläuche ganz unten, müsst ihr mal schauen, richtig schwarz sind. So, und dann kam die Lieferung vom Turm. Wir haben einen Turm bauen lassen für die Tonne, die wir jetzt benutzen wollen, eine Trinkwassertonne. Brauchst du halt einen anderen Turm, weil sonst dieses Gestell, das da vorher da war, das wäre eingebrochen bei dem Gewicht. Und das ist halt die Lieferung mit einem Gutter. Ihr seht, die Kinder haben das natürlich sofort in Beschlag genommen. Für die war das interessant, wenn da mal was Neues passiert. Und ja, das siehst du vom Tor raus. Ja, und die Kinder haben sich dann auch raufgesetzt. Und das ist hier alles, ja, keiner sagt hier, passt auf, ja, macht nichts kaputt oder sonst wie. Der zieht den Schlüssel ab und sagt, das passt schon. Handbremse ist drin, fertig, aus. Ja, und das ist dann eben der Turm, wie wir ihn reingetragen haben. Und als er noch nicht verankert war, ihr seht da unten die Laschen, die müssen also in Beton rein. Und ja, dort wurde er dann auch installiert später. Und so schaut es heute aus. Unten, der ist jetzt verfestigter Turm. Ihr seht, hinten sind auch nochmal zwei Filter drin, die auch regelmäßig ab jetzt gewechselt werden. Also alle 3 Monate spätestens müssen die gewechselt werden. Wir haben jetzt schon gesehen, dass die auch grüne Farbe annehmen mit der Zeit. Wir haben hier leider nur Community-Wasseranschluss. Das heißt, es ist ein nicht von der Stadt kontrolliertes Wasser. Ja, das ist ein 1000-Liter-Behälter für Trinkwasser. Und das ist, glaube ich, für diese vielen Kinder genau das Richtige. Ja, zu groß wäre schlecht gewesen, dann steht das nämlich lange in der Sonne und würde dann irgendwann Salmonellen begünstigt werden. Und zu klein macht es auch keinen Sinn, weil dann ja, kriegen die Kinder das nicht so auf die Reihe, wenn mal Wasser fehlt. Oder es reicht nicht für die Kinder, wenn mal Wasser fehlt. Gut, das war's eigentlich. Und was ich eigentlich machen wollte, bevor ich das mit Sanseitos gemacht habe, das war euch anbetteln und dazu hätte ich euch ein paar Impressionen geliefert. So, diese Impressionen möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Das sind Videos, die wir aufgenommen haben. Das sind einzelne Kinder, die wir vorgestellt haben, nicht alle, nur ein Teil. Das sind einfach so ein paar Eindrücke von dem Ganzen und ich möchte euch das nicht vorenthalten, deshalb. Jetzt kommt nichts anderes mehr, außer diese Impressionen und am Schluss nochmal die
Tafel, wo er die Spendenkonto sieht. Also bitte keine Spenden an mich für dieses Waisenhaus. Ja? Wenn ihr an mein Konto spendet für das Waisenhaus, dann muss ich es euch entweder zurückgeben oder ich muss das umständlich über eine Auslandsbuchung wieder nach Deutschland liefern. Also das wäre echt blöd, oder ich behalte es mir einfach. Wenn es erlaubt. Nein, also bitte nicht an mich spenden, sondern wirklich an den Verein, an San Saito spenden. Das ist ganz wichtig. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß bei den Impressionen und ja, ein bisschen längeres Video dieses Mal, aber ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiges Video. Bis zum nächsten Video, was auch immer das wird. Macht's gut. أيام بتفوت علينا أيام وصعب علينا هنروح ونشكي بس لغيرك مين يا رب يا رب ده انت اللي سامعنا يا ودارب اللي وجعنا حاولنا كتير